Willkommen bei Paddy Tutorial Studios. Mein Name ist Paddy und ich zeige euch die nächsten 3 Minuten, wie man den Ton New Player und Member Joined aus TeamSpeak 2 bzw. die Funktion selber in TeamSpeak 3 bringt. Standardgemäß ist dieses nicht vorhanden, deshalb müssen wir das manuell hinzufügen. Ich nehme jetzt mal einfach die New Player Datei vom TeamSpeak 2, ändert die um, also löscht das 07 Punkt, weil es mir nicht gefällt. Der Name ist scheißegal, wie es heißt, ihr könnt lalala.mp3 benennen. Hauptsache, ihr gebt es dann richtig in der Settings inne ein. So, ihr geht in den Installationsordner von TeamSpeak 3, öffnet den Ordner Sounds und ihr habt dann den Ordner Default. Diesen hier kopiert ihr. Könnt ihr umbenennen oder lassen, wie ihr wollt. Ich nenne ihn jetzt Paddy. Und ihr habt dann die ganzen Soundfiles, wie zum Beispiel, wie man es halt kennt. Dann öffnet man die Settings inne und hier bitte ändert den Namen auf, ja, also euer Soundpack, da es, wenn es auf Default Soundpack bleibt, wäre es dann zweimal vorhanden und es gäbe dann Konflikte im TeamSpeak 3. Hier könnt ihr den Autor ändern und die Version müsst ihr nicht und dann switcht runter bis zu Client. Ich habe mir diese Zeile schon rauskopiert, beziehungsweise hier zwischengespeichert. Bitte ignoriert das Client Type. Kommt zum nächsten Tutorial. Und die Zeile, die ich jetzt gerade kopiert habe, fügt ihr hier ein. Diese Zeile wird dann auch unten im Video stehen als Beschreibung. Und hier bei Name.wav müsst ihr dann den Dateinamen vom Tonfile, das ihr nehmen wollt, eingeben. Wenn ihr lalala.mp3 nehmen wollt, dann ändert es auf lalala.mp3. Wollt ihr halalal.wav, dann ändert es bitte dementsprechend. Es ist scheißegal, wie die Datei heißt. Hauptsache, es ist identisch, weil sonst würde es ja nicht gefunden werden können. So, speichert dieses mal ab. Vergewissert euch, dass die Tondatei drin ist, die ihr nehmen wollt. Ich habe es jetzt erst rein verschieben müssen. Und öffnet TeamSpeak 3. So, dann klickt ihr hier oben auf Einstellungen und auf Optionen. Hier könnt ihr dann zwischen mehreren Soundpacks wählen: Default, Default Text to Speech, Sounds Deactivated oder Paddy Soundpack. Klickt auf euer Soundpack und dann könnt ihr mal schauen, ob das geklappt hat. Wie man sieht, also indem ihr Client verbunden, sorry, und dann Server sieht. Da habt ihr Play New Player Wave, könnt ihr abspielen, funktioniert einwandfrei. So, um euch das mal dann in der Praxis zu demonstrieren, gehe ich mal auf meinen Testserver, switch in meinen Test-Channel und connecte nochmal neu im neuen Tab. Falsch. Und man hört New Player. Leider Gottes auch das Connected. Kann sich leider jetzt nicht vermeiden lassen auf die Schnelle. Ich hoffe, ihr wisst, was anzufangen mit diesem Tutorial. Könnt gerne abonnieren, Kommentare hinterlassen. Würde mich echt tierisch freuen. Ihr habt Ideen, wie ich meine Tutorials besser machen kann. Bitte schreibt mir eine Privatnachricht, Kommentar im Videoanhang oder in meinem Kanal. Ich werde es besser machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und schaut meine nächsten Tutorials auch an. Im nächsten Tutorial werde ich euch auch was recht Interessantes zeigen, wie man Designs ändert. Hier mal ein kurzes Vorschaubild, wie es dann ausschauen könnte. Zum Beispiel so. Ja, schaut dann einfach das nächste Mal rein. Euer Paddy.